Hallo meine Freunde, unser Kleiner läuft. Der Bernhard läuft und die Elefantia muss jetzt wieder zum Arbeiten. Und hat die jetzt noch einen Job? Ne, die hat doch keinen mehr, oder? Lass mich dich mal genauer ansehen. Der Bernhard ist unser Sohnemann. Beruf, die hat keinen Beruf. In der Produktion hat sie eine 2, in der Landwirtschaft hat sie eine 3. Mhm. Mal schauen, ob ich noch irgendwo einen Job frei habe vor sie. Setz dich erstmal auf die Bank, jawohl. So, alles klar. Wir holen uns mal erst noch fix ein paar Bretter. Und ein paar Bretter, sage ich. Ein paar Stämme, die wir hier gepfiffen haben. Und machen noch ein paar Bretter. So. Jetzt schmeißen wir wieder Holzstämme weg. X. 290 haben wir wieder weg. Gut. Wir haben jetzt zwar immer noch ein paar Kilo zu viel drauf, aber das macht ja nichts. Wir können uns noch relativ schnell bewegen. Wir machen uns nämlich mal fix ein paar Bretter hier oben fertig, damit wir unseren Zaun fertig bauen können. Der muss ja jetzt auch mal fertig werden. Das tut doch auf. So, es wären nochmal 20 Bretter. Da haben wir jetzt 44 Bretter. Das müsste eigentlich für unseren Zaun reichen. Oder? Schauen wir gleich. Entweder habe ich 24 oder 28 gehabt. Ich weiß es jetzt nicht. Egal, wir schauen mal rein. 44 haben wir einen Bauhammer dabei. Einen Kupferhammer. Den haben wir doch. Da können wir doch arbeiten. Da können wir doch arbeiten. Den legen wir uns gleich mal auf die 2, wie immer. Der Kleine flitzt sich am Garten rum. Ja, und jetzt ansprechen, sagt er, hallo Mister, wetten? Ja, scheinbar. Wir machen erstmal unseren Zaun fertig. Dass der Kleine nicht auspixen kann. Hallo Rasimir. Wie geht's, kleiner Bär? Papa, ich habe Hunger. Im Kessel ist noch ein Topf. Aber den hat Mama gemacht. Und? Sie war wohl wieder großzügig mit dem Wein. Und er schmeckt komisch. Das wie vergammeltes Obst. Was ist das? Achso, nichts, nichts, Papa. Besorg dir etwas zu essen. Was hättest du gern? Kuchen. Das hätte ich mir denken können. Irgendeinen? Einen gebackenen. Ein wahrer Feinschmecker. Schlecker mal. Naja, da müssen wir dem mal einen Kuchen mitbringen. Was machst du jetzt? Wieso haust du jetzt ab? Goodbye. Ach, goodbye, ja, ja. Mit seinen 2 Jahren hat er schon eine recht deutliche Aussprache, oder? Dann, wir machen hier weiter. Einen Kuchen möchte er gerne, ne? Da kriegt er einen Kuchen. Mal sehen, hinten
Quest, das hat, stellen die kleinen Kinder schon Aufgaben hier, ehrlich. Naja, gut. Ildefonsa, mal schauen, wo ich dich unterbringen kann. Verwaltung. In unserer Gewinnung, nö. Das ist alles voll in der Jagd. In der Jagdhütte, da bist du doch nicht so gut. In der Landwirtschaft, da habe ich auch nichts mehr frei. Tierproduktion. Tierproduktion hörst du eigentlich so rein, gehört doch eigentlich auch zur Landwirtschaft. Also wir werden dann auch für unsere Frau erstmal etwas bauen. Ich denke mir mal, die kriegt einen Hühnerstall. Oder ein paar Schafe. Können wir doch hier das Gatter herbeilen, oder? So, wir nehmen erstmal die Steine hier mit. Die räumen wir erstmal hier weg. Damit das hier wieder ordentlich aussieht. So, und ich denke mir mal, wir werden hier einen, entweder einen Schafstall oder einen Hühnerstall. Ne, direkt neben unser Haus, da bauen wir einen Hühnerstall. Schafe stinken. Ziegen stinken noch mehr. Die Schweine sind schon hier außerhalb vom Dorf halb. Also da werden wir uns doch mal was. Was ist das hier? Kann man gar nicht mitnehmen. Der Kleine kommt zurück. Alles klar, da will einen Kuchen haben. Da müssen wir mal sehen, ob wir bei der Kinga einen Kuchen kriegen, wenn wir jetzt nach Dings gehen. So, wir bauen hier auf alle Fälle mal. Wir schauen mal. Halt Kuh. Gebäude. Tierhaltung. Pferde haben wir noch nicht. Ein Gänsehaus könnten wir bauen. Eselstall. Nee. Schweinestall auf alle Fälle. Ja, aber ein Eselstall, den könnten wir doch hier herbauen. Da können wir doch mal nach Tütgen rüberschauen und können mal einen Esel kaufen. Da, den stellen wir hierher, den Eselstall. Genau, das machen wir so. Und jetzt haben wir hier schon mal den ersten Stein rein fürs Fundament. Perfekt. Holzstämme habe ich keine mehr. Ich schaffe jetzt meine Bretter weg und meine Steine weg. Brauchen wir nicht mal Steine. Die haben wir weg. Wir sind schon wieder am Gewichtslimit. Wir räumen aber mal unsere Schafe. Wo kriege ich die Schafe? In Borobor. Oder, ja, in Borobor. War das in Borobor? Nee, wo können wir den Schafe kaufen? Das muss ich direkt überlegen. Schweine war Dings. Pferd ist ein Hornika. Ziegen sind in Denika. Kühe und Gänse sind in Gostovia. Doch, die Schafe sind in Branica, oder? Moment, ich muss auf der Karte gucken, ich verwechsel das immer. Ja, in Branica. In Branica kriegen wir die Schafe, genau, genau. In Tütki kriegen wir den Esel. Wir wollen ja einen Eselstall bauen. So, jetzt wollen wir auch mal das Zeug rausschreiben, habe ich gesagt. So, was habe ich drin? Und zwar die Kupfersichel räume ich noch raus. Dann räume ich mal raus den Roggen. Dann die Steine.
Die Steinaxt. Die Stöcke. Die vergifteten Kupferpfeile, die brauche ich jetzt auch nicht. Zinnerz haben wir 5. Da müssen wir doch auch Kupfererz haben, genau. Die Schale kommt raus. Eisenaxt behalten wir. Die Bretter kommen raus, die 18, die wir nicht gebraucht haben. So, was haben wir denn noch drin, was so schwer ist? Eigentlich der Kupferhammer. Und Eisenäxte haben wir 2 Stück. Da wollen wir eine raus tun. So, jetzt haben wir noch 13,05 Kilo. Alles klar. Wir stecken mal unseren Hammer weg. Und wir laufen mal hoch nach Denica und werden mal den Schlauch ganz machen. Da haben wir ihn schon einmal ganz. Jetzt schauen wir erstmal, was unser Sohnemann für einen Kuchen haben will. Schlecker mal. Braucht Kuchen. Und wie ich. Und ich werde Bergen versetzen. Ich werde durch den Ozean schwimmen. Ich werde den Himmel entzweien. Eine herzhafte, mythische Aufgabe zu erfüllen. Wetter will in einen Obstkuchen. Na, hoffentlich haben die welchen dort oben. Die wird doch einen Obstkuchen haben. So, aber nix. Jetzt hätte ich die Steine gleich drinnen behalten sollen und die Stöckchen, aber egal. Wir machen noch ein paar Messer. Irgendwie müssen wir ja den Obstkuchen auch bezahlen, Bernhard. Also, brauchen wir ein paar Messer. Steine haben wir schon, na bitte, 20. Jetzt brauchen wir 50 Stöckchen insgesamt. Dann gibst du mir mal die Stöckchen her. 10 haben wir erst. Haben wir hier noch irgendwo dieses kleine Kräutrich? Ne. Ja gut, wir gehen jetzt hoch. Das wären auf alle Fälle mal 10 Messer. Hier haben wir doch so Zweige, die rupfen wir ab, die wird doch werden. Das ist der Weg nach Lesnica. Fliegenpilze. Ach. So, müssen uns auch ein bisschen sputen. Wir müssen, glaube ich, sputen, nicht sputen. Sputen! Wir müssen, glaube ich, auch noch auf die Jagd gehen, damit wir die Leder für den Albin seinen Schlauch zusammenkriegen. Na, 47 haben wir schon. Jetzt räumen wir hier auf. 48, 49, 50, 51. Gut. Kuh. Und jetzt bauen wir mal einen fixen paar Messer. REF, das bitte, 10 Stück. Das bringt ein bisschen Geld. Zumindest den Kuchen werden wir wohl damit bezahlen können. So, alles klar. Und jetzt hoch nach Denica. Hier, die Pilze können wir noch mitnehmen. Die können wir doch der Kinka verkaufen.
Hier haben wir noch mehr Pilze. Da kommt den Pilz her. Hier oben stehen auch noch ein paar. Die nehmen wir mit. So, und ich glaube, wir müssen Wildschweine oder Hirsche jagen. Die brauchen Leder auf alle Fälle. Auch es ist doch noch relativ früh am Tag, oder? 13.05 Uhr schon wieder. Guckt euch das an. Zeit vergeht. So, gut. Rein zur Kinga. Und werden wir mal sehen. Gleich. Wo ist sie? Da ist er doch. Hallo, Hallo Kinga. Zeig mir deine Waren. Ich habe ja erstmal einen Pilz für dich. Dann habe ich noch ein paar andere Pilze habe ich auch noch für dich. F, E, F. So, dann habe ich. Was? Riesenschirmlinge habe ich nichts davor bekommen. Wieso stand da jetzt 0 dort oben? F, E, F. Ach so, ich habe jetzt 0, alles klar. So, da gucken wir mal. Hat das Mädel einen Obstkuchen? Kirschkuchen. Ein Obstkuchen. 315 will die für einen Kuchen. Das sind Abreise, oder? Aber wir haben jetzt einen Obstkuchen für unseren Sohnemann. Gut. Goodbye. Goodbye, goodbye. Und jetzt gehen wir zu deiner Mama und da wollen wir, dass die den Alvin-Schlauch repariert. Hallo Adelina. Nee, Mathilda, nicht Adelina. Wie komme ich denn auf Adelina? Hallo, der Trinkschlauch meines Freundes ist kaputt. Ich suche jemanden, der ihn reparieren kann. Ich kann ihn reparieren, soweit ich das beurteilen kann. Wird es nicht besonders schwierig, aber mir fehlt das Material. Achso, soweit ich das beurteilen kann, wird es nicht besonders schwierig. So, jetzt. Oh, leck mich, Brandefis. Was brauchst du dazu? Vielleicht kann ich es besorgen. Ein paar Stück Leder sollten reichen. Die Wälder hier sind voller Wild. Denkst du, du kommst zurecht? Sicher. Gut, alles, die kommt zurecht. So, jetzt brauchen wir 4 Stück Leder. Jage, Hirsch, Wildschwein, 2 Stück, alles klar. Bogen gezückt und jetzt geht's raus hier. Jetzt wird der Wald unsicher gemacht. 2 Stück Hirsch oder Wildschwein. Hallo Fuhrmann, nein, ich will nichts von dir. Aber wie es aussieht, machen sich die Hirsche jetzt wieder rar, denn ich bin kaum hier rausgekommen. Sind die Hirsche weg. Sonst waren ja immer massenweise Hirsche. Kaum bist du hier raus und willst einen Hirsch jagen, weg sind sie. Ah, na dann gucken wir das doch mal an hier. Ein Hirsch ist weg. Aufschlitz. Aufbrech. So, die ersten Leder. Die ist da. Wärst du noch nicht abgehauen, mein Freund. Sonst bist du abgehauen. Kriegt man auch gleich so ein Geweih mit? Nee. Schade. Fleisch haben wir auf alle Fälle. Können wir uns grillen.
So. Nicht mehr jagen als notwendig. Ist hier oben noch ein Wagen? Da liegt doch ein Wagen, na bitte. Das ist der Wagen vom Weinhändler. Guckt euch das an hier. Ha. Ein Birnenwein haben wir hier. Dann haben wir Kirschwein, Apfelwein, Weinflasche. Gegengift. Und Pfeile stecken hier auch drin. Oh, da waren doch wieder, da haben doch wieder die Banditen aufgelauert hier, oder? So. Den Pfeil nehmen wir auch noch mit. Her damit. So, das soll es gewesen sein. Mehr hat er ja nicht. Oder hat er noch was drin? Nö. Genau, absuchen. Gut. So, den können wir ja theoretisch noch verkaufen, den Wein. Wir müssen an die Steuern denken. So. Hallo Mathilda. Auftrag erfüllt, tolle Dame. Hier ist das nötige Leder. Ich helfe einfach gern Menschen in Not. Der Trinkschlag gehört Alvin, einem Bauern aus der Nachbarschaft im Osten. Das muss viel Arbeit gewesen sein. Er ist ein wirklich guter Freund, nicht wahr? Oh, ich kenne ihn. Er ist ein dichter Junge. Hier hast du den Trinkschlauch so gut wie neu. Richte Alvin schöne Grüße aus. Das werde ich. Danke für deine Hilfe. So, jetzt gehen wir nochmal rüber zur Kinga und verkaufen dann noch unseren Wein, den wir gefunden haben. Gut abgelagert. Drei Wochen im Wald gelegen. Zeig mir deine Ware. Only the best products here. Guck mal, ich habe Apfel. Oh ja, the best products here, hä? F. Birnenwein F, gut, den kriegst du auch noch. Dann habe ich noch 33 mal Fleisch für dich. Den Hirschschädel habe ich ja trotzdem, guck an. Kirschwein habe ich auch noch. So, dann habe ich noch ein bisschen Leder, was deine Mutter nicht gebraucht hat. Und eine Weinflasche. Und wo habe ich Alvins Trinkschlauch? Ist das der Trinkschlauch hier? Das kann doch nicht sein, oder? Wie? See you soon. Alvins Trinkschlauch. Müsste doch eigentlich... Ach, da ganz oben ist er jetzt, weil ich den Quest jetzt erst eingeschalten habe. Oh ja. Lass da wieder bequemer hinsetzen. So. Also, Alvins Trinkschlauch, den kriegt er jetzt, die Dare jetzt nicht sofort. Jetzt geht's erstmal nach Hause zu unserem Sohnemann, dass er seinen Kuchen bekommt. So, was brauchen wir noch für unseren Hoppel Hoppel Häschen? Was brauchen wir noch für unseren Eselstall? Eigentlich nichts weiter, außer dass wir noch einen Gatter ringsrum bauen müssen. Ein paar Stämme, ein paar Bretter benötigen. Bretter ist ja kein Problem. Wenn wir genug Stämme haben, sind Bretter kein Problem. So, wir brauchen sowieso jetzt mal ein paar richtig gute Bretter und Steine brauchen wir viele. Steine, dass wir Steinmauern setzen können. Na, mal sehen, wie wir unser Dorf hier gestalten. Sohnemann ist da. Der wandert draußen rum. Geh jetzt ja nicht zu weit zum Wasser, mein Freund. Komm, Bernhard. Hier kommt ein frischer Kuchen für meinen kleinen Jungen. Du bist der Beste, das weiß ich. Nein, du bist atemberaubend. Gar nicht wahr. Ich habe nichts geraubt. Gut.
Sönemann kann jetzt seinen Kuchen essen. Schleckermäulchen. So, was brauchen wir hier? Schauen wir mal an. Wir brauchen jetzt 6 Holzstämme zumindest. Wir holen jetzt mal ein paar Holzstämme. So 20 Stück nehmen wir jetzt mal mit. So, E. I. Holzstämme. X. Fünfundzwanzig können wir mitnehmen. Gut. Da haben wir jetzt 78 Kilo noch zu schleppen, aber wir sind doch kräftig. Das kriegt man schon in der Reihe. So, was brauchen wir hier oben? Holzstamm und Stroh. Holzstamm. Hier brauchen wir Bretter. Hier brauchen wir Bretter. Bretter. Bretter, die die Welt bedeuten. Ne, das sind sie zwar nett, aber jetzt machen wir uns mal ein paar Bretter. Durst haben wir auch schon wieder. Wir müssen den unteren Trinkschlauch noch füllen. Nicht, dass wir immer während der Arbeit hier zum Fluss flitzen müssen. So, der Kollege kann jetzt mal ein bisschen Platz machen hier. Was ein Radogast, du könntest du bitte einen Schritt zur Seite gehen? Hail, friend. Have a good day. Das machen wir ein paar Bretter. Perfekt. Haben Sie hier was in der Kiste drin? Ich glaube es nicht. Das Lager ist ja sehr leer. Gut, jetzt kannst du. Das ist eine Schlacht. Die Frau jagt der Naus im Wald, die kann die Bäume fällen und er steht hier und hobelt. Seine Frau ist ja mit hier drin in der Hütte. In Wursthaus. Was ist denn jetzt? 18.12 Uhr. Ne, da hätte ich dich auch noch ein bisschen hobeln lassen können, wenn jetzt schon Feierabend ist. Oh ja, alles klar, meine Herren. Gut. Stroh brauchen wir. Mal schauen, was wir so an Stroh haben. Jetzt haben wir hier das ja alles rein. Die Bretter. So. Ich glaube, Bretter brauchen wir als Kinder mehr. Ich weiß es nicht. Wir brauchen hier oben Holzstamm, brauchen wir nochmal. Stroh und Holzstämme brauchen. Alles klar. Wir brauchen Stroh 8. 16, 32 mal Stroh. Halt, ich gehe jetzt erstmal zum Wasser. Trinken und einen Schlauch voll machen. So, wo haben wir unseren Schlauch? Den haben wir doch auch irgendwo hier drin. Hier haben wir doch. Den legen wir uns auf die 8. Trinkschlauch füllen. Perfekt, gut. Und wir holen jetzt mal im Lebensmittellager noch was zu essen. Wir haben auch Hunger. Da. Was haben wir denn hier drin? Fischfilet, Fleisch, 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 gebratenes Fleisch, getrocknet, Kohl. Was sind keine Suppen? Kochen die nix oder was?
Das müssen wir morgen kontrollieren. Oder in der nächsten Folge, Anfang der nächsten Folge, müssen wir das gleich kontrollieren. So, jetzt räumen wir mal rein. Die Bretter können wir rausräumen. F, E, F. Stroh brauchen wir. 32 mal Stroh. Mindestens. Stroh. Hier haben wir 100. Plus 151 mal. Guck an. Wir müssen... Naja gut, es war relativ wenig Getreide, was wir bis jetzt angebaut haben. Dann müssen wir uns im nächsten Jahr aber verstärkt darum kümmern, dass wir mehr Getreide anbauen. Und wir nehmen nochmal von hier I nochmal 10 Stämme mit. X. So. Und dann müssen wir morgen oder in der nächsten Folge müssen wir hier ein bisschen Zaun noch ringsrum bauen. Dass wir dann die Esel holen können. Aber da müssen wir uns bestimmt mal noch, so ein Esel kostet bestimmt was. Da müssen wir uns zumindest auch noch ein paar Messer und Zeug machen, was wir verkaufen können. Mal schauen, was wir an Leder haben. Ob wir noch ein paar Säckchen machen können. Bauarbeiten abgeschlossen, Eselstall. Also, da können wir jetzt auch Feierabend machen. Ich glaube, den Feierabend, den haben wir uns verdient. Genau, nee, wir setzen hier mal noch, Quatsch, den virtuellen Zaun setzen wir noch ringsrum. Und zwar, was setzen wir denn hier für Zaun? Wir solchen Flechtzaun. Oder den Lattenzaun. Nee, Flechtzaun machen wir ringsrum. Eigentlich, da brauchen wir eigentlich nur solchen Stockzaun. Die hauen doch nicht ab. Wenn, müssen wir auch wieder kaufen. 150. Oh ja. Alles kostet ja Geld. Die werden dann schon, wenn sie abhauen wollen, da springen die über den Zaun. So, alles klar. Rechts an den Selbstwaffen hier. Bis hierher. Und jetzt bauen wir hier ein Tor rein. Gatter. Stockgatter. Müssen wir auch kaufen. Das Nähte kriegen sie anders. Flechtgatter kriegen sie. Das haben wir schon. Das haben wir schon gekauft. Dreh rum, bumm, so. Da lang. Und jetzt bauen wir wieder Flechtzaun. Ne, diesen Stockzaun. Ja, ich komme erstmal mit dem Zaun von hier hinten. So einigermaßen parallel zu unserem oder in der, besser gesagt in der Verlängerung zu unserem Zaun vom Garten. So, hier bis zum Tor. Ja, das reicht. Das reicht.
würde ich meinen. Jawohl. Geht zwar hier hinten ein bisschen der Hook hoch, aber das geht schon. Das ist Natur. Was sagt man dazu? Natur. Wer sitzt hier? Macht die Shampoo mir. So, wir gehen jetzt hier rein. Wir machen noch ein bisschen Feuer. Wo ist der Kleine? Kleiner Mann, wo ist er? Ah, er ist im Bett, alles klar. Gut, jetzt gehen wir zu unserer Frau ins Bett. So, alles klar, meine Freunde. Bis zum nächsten Tag. Wir sehen uns dann zum nächsten Tag hier im Herbst wieder. Da bauen wir unseren Zaun für einen Eselstall. Und dann werden wir mal sehen, noch ein paar Messer oder Äxte bauen oder einfache Säckchen nähen, damit wir uns zumindest erstmal einen Esel kaufen können. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.